Hallo meine sehr verehrten Damen und Herren und willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Namenlos. Ja, in der letzten Folge haben wir ja unseren Charger gemacht, womit wir jetzt immer aus normalem Zertusquarz Charged Zertusquarz herstellen können. Außerdem haben wir hier unsere Samen reingeworfen, die jetzt dann hoffentlich bald mal wachsen werden und gedeihen werden. Denn die brauchen wir auf jeden Fall, damit wir weitermachen können. So, den haben wir mal schnell auf. Dann, wir waren stehen geblieben beim Inscriber. Dazu hole ich mal schnell unsere... Okay. Dazu entmülle ich mal schnell unser Inventar. Ich habe hier noch irgendwo Holz hingeworfen. Ja, kann ich das aufsammeln? Nein, kann ich nicht. So, deswegen machen wir jetzt nochmal schnell eine neue Kiste. Oder zwei, wenn es sich ausgeht. Nein, geht sich nur eine aus. Gut. Denn ich muss jetzt mal kurz mein Inventar loswerden. Das ist wirklich nur kurzfristig, denn wir haben ja bald unser ME-System und das lagert dann alle Items, die wir brauchen. Die wir haben vor allem. Also wirklich all. So. Gut. Wir nehmen uns die Inscriber Presses mal heraus. Denn wir brauchen ja für unser neues. Also für unseren ME Controller. Genau, hier haben wir ihn. Oh. Gut. Futura Block ME Controller. Ah, okay. Ah. Aha, okay, verstehe. Gut. Wir brauchen ja dieses hier, den Engineering Processor. Und dazu brauchen wir ein Printed Silicon, ein Printed Engineering Circuit und dafür brauchen wir ein Dia und die Engineering Press. Gut, haben wir den Diamanten dabei? Nein, den habe ich weggelegt. Wo habe ich den hier jetzt überhaupt hingelegt? Sag bloß, wo habe ich den hingelegt? Ich sie da reingeben, bitte. Ja, da haben wir die ganzen Dias. Gut, denn wir nehmen jetzt mal die... Welche brauchen wir jetzt? Die Engineering Press und einen Dia. Und der produziert für uns jetzt dieses Dia-Zeugs. Genau, das hier. Dann brauchen wir noch ein Printed Silicon. Dazu brauchen wir ein Silikon. Wie wir das machen, ist ganz einfach. Wir nehmen Sand und schmelzen es durch. Hätte ich jetzt mal gesagt. Nein, wir pulverisieren Sand. Mhm. Da kommt Silikon raus. Ja, logisch. Wer kennt es nicht? Man nimmt Sand und dann kommt einfach... Tja. Ist auf jeden Fall sehr logisch. Also, ja. Leute, ich kann gar nichts anderes dazu sagen. Wer kennt es nicht? Ach, das geht um... Oh, okay. Wie kann ich mir noch Silikon machen? Wie habe ich mir das gemacht eigentlich? Aha. Okay. Aber es gibt ja noch ein zweites Silikon, habe ich gesehen, von Ender.io. Dieses hier. Nein. Das andere wollte ich eigentlich haben. Nicht das. Dieses. Okay. Okay, ich brauche nicht das Dunkelquarz. Nicht der Quarz, den schicke ich da durch. Und dann muss ich das Ganze in den Ofen packen, oder wie? Mit einem Silikon raus, bitte. Da Silikon draus. Ja, da wird Silikon draus. Jawohl. Einmal Silikon. Dafür brauchen wir die Silikone Press, oder? Haben wir einen Silikon Press, genau. Legen wir die rein. Und das Silikon. Genau. Es geht eigentlich eh relativ hurtig. Dann brauchen wir noch einen Redstone. Und ihr habt das jetzt kurz vielleicht schon gesehen. Das hat eigentlich eine ziemlich geile Animation, wenn man da von draußen zuschaut. Jetzt legen wir das oben rein, das Silikon unten und ein Redstone hier in die Mitte.
Und ich sehe schon. Das wird einmal zusammengepresst und dann hat man das Item. Genau. So. Inzwischen sind die schon ein bisschen gewachsen, ich hoffe. Haben die schon Growth? 2%! Ach du Scheiße. Okay. Also da müssen wir auf jeden Fall noch sehr lange warten. Wahrscheinlich werde ich jetzt mal die Growth Accelerators versuchen zu machen. Aber 2% ist halt echt verdammt wenig. Okay. Growth Accelerators. Dazu brauche ich einen Fluid Block. Nichts leichter als das. DME-Kabel werden ein bisschen schwer, glaube ich. Dazu brauche ich Nether Quartz Dust und Glas. Okay. Das Glas wird schwer. Ich brauche Sand. Aber den Sand muss ich mir holen. Leider kann man das nicht durchcrushen oder so irgendwas. Dass aus Kies oder so Sand wird. Aber wie viel Sand habe ich? Ich habe noch 18 Sand. Okay. Dann machen wir ein bisschen Glas draus. Zack. Dann da jagen wir ein bisschen Netherquarz noch durch. Sollte ja noch ein bisschen was haben. Irgendwo sollte noch was sein. Ich glaube hier. Genau. Dann machen wir das mal kurz auf Output disabled, genau. Hauen da uns 16, kommt 32 raus, wenn mich nicht alles irrt. Oder? Kommt nur eins raus. Ah, da kommt nur eins raus, okay. Ja, dann hauen wir halt nochmal 16 dazu. 16, jawohl. Zack. Und wir können jetzt zweimal schauen, wie es unserem Digital Miner da hinten geht. Den haben wir ja letztes Mal dort oben aufgestellt. Da irgendwo, glaube ich. Nein, hier oben. Auf dem Hügel haben wir das aufgestellt, soweit ich mich erinnern kann. Müsste gleich zu sehen sein. Oder? Habe ich ihn dann aufgestellt? Verdammt, habe ich den Miner hingestellt. Da. Gut. Okay. Wurde nur nicht gerendert. Alles klar, gut. Schauen wir mal, wie es dem geht. Wie viele Dias da schon drin sind. Ja. 15 Dias. 4 Charge Status Quads. Läuft auf jeden Fall, würde ich sagen. Also, Leute. Wir haben über einen Stack Dias. Oh, ist das geil. Ohne irgendwas zu machen. Oh, ist das schön. Ist das schön. Es ist halt schon extrem geil. Jetzt können wir auf jeden Fall auch viele dieser Growth Accelerators machen. Die unsere Essenzen schneller wachsen lassen. Oh, ist das geil. Oh, yeah. Schon langsam kommt das Ganze ins Rollen. Schon langsam nimmt alles in Form und Gestalt an. Jetzt brauchen wir nur noch das ME-System. Dann haben wir auch endlich ein geordnetes Inventar. Und dann geht es an das Automatisieren von allem. Automatisch, also ein bisschen was haben wir ja schon automatisiert, aber dass dann die ganzen Farmsysteme da zum Beispiel automatisiert werden oder sowas, das werden wir uns dann auf jeden Fall mal anschauen. Gut. Genau, was wollten wir noch schnell machen? Genau, das Gas sollte mittlerweile durchgeschmolzen sein, jawohl. Und wir machen uns mal schnell noch. Da sollte noch ein paar Charged. Ein Charged ist noch da. Und da sollte auch noch 4 Charged sein. Genau. Haben wir noch der 1000 Redstone. Genau, das machen wir auf jeden Fall mal schnell zu Fluix Crystals. Haben wir eine Eisenessenz, sehe ich gerade. Ja, die müssen wir leider immer abbauen. Und neu anpflanzen. Das funktioniert leider nicht ganz mit Rechtsklick. Aber das macht ja nichts. So. Dann das und das. Und schon geht's los. Jawohl. Haben schön viel Fluix bekommen, also Fluix Crystals. Jetzt machen wir einen Block damit.
Den brauchen wir ja. Machen wir gleich mehr Blöcke. Oder? Ah ne, wir brauchen ja noch ein bisschen was. Fangen wir mal 2 Blöcke. 2 Blöcke. Ach, ein dritter geht auch noch. Jawohl. Bleiben uns 6 über. Das sollte auf jeden Fall für ein paar Kabel reichen. Genau. Dann bauen wir die hier. Genau. Und jetzt machen wir das hier noch. Jawohl. Oh, Quarzglas. White Clear Glass brauchen wir dafür. Was brauche ich für das White Clear Glass? Schauen wir mal kurz. Das schauen wir noch schnell nach. White Clear Glass. Okay. Aber wie mache ich's? Ah. Nein. Das? Nein. Ellersmelter. Ah, Glas durch den Ellersmelter und dann habe ich White Clear Glass. Das Problem ist, glaube ich, nur, wir haben kein Glas mehr. Das tut weh. Das tut weh. Da haben wir gerade alles vercraftet. Da müssen wir uns wirklich schauen, ob wir. Muss ich zwischen den Folgen noch schnell ein bisschen Sand holen. Haben wir noch. Nein, haben wir wahrscheinlich nicht. Gut, das war's auf jeden Fall für diese Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ja, lasst gerne ein Like da. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann lasst gerne ein Abo da und ganz wichtig, die Glocke aktivieren. Warum, wisst ihr ja eh schon, denn sonst bekommt ihr keine neuen Nachrichten. Und in diesem Sinne, macht's gut, bis dann und ciao.